Lauri aus Hamburg leidet an einer bipolaren Störung. Unter dem Namen The Real Lauri teilt sie auf Social Media regelmäßig Videos, in denen sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit Psychotherapie, Klinikaufenthalten und ihrer Erkrankung spricht. Wie hast du dich gefühlt, als du die Diagnose bekommen hast? Tatsächlich erleichtert, auf eine Art und Weise. Ich wurde 2018 fehldiagnostiziert mit Borderline und erst 2020 hat mich mein Therapeut durch eine Langzeittherapie diagnostiziert mit der bipolaren Störung. Also das hat schon 2-3 Jahre gedauert. Und ich glaube, angefangen hat das 2018 mit sehr starken depressiven Phasen und 2019 hatte ich meine erste manische Phase. Eine manische Phase kann aus dem Nichts entstehen. Lauri befindet sich dann in einer absoluten Hochphase. Sie ist euphorisch, voller Energie. Solche Zustände können auch zu Psychosen führen. Und im Gegenteil, den depressiven Phasen helfen ihr besonders die Unterstützung ihrer Familie, Freunde und ihr Glaube. In depressiven Phasen besonders hilft mir halt die Hoffnung. Da hilft mir Kirche sehr doll. Und natürlich ist Spiritualität ist natürlich auch manchmal ein Trigger, aber es gibt mir Kraft. Und genauso ist es mit meiner Familie. Lauri hat einen Weg gefunden, ihre Vergangenheit durch ihren Content und dem Schreiben ihres Buches zu verarbeiten. Ich wurde in der Schule gemobbt. Ich hab diese depressiven Phasen, einen Suizidversuch, 2 Suizidversuche eigentlich hinter mir. Ich möchte den Menschen Mut machen, sie selbst zu sein und ja, die auch ein bisschen zum Lachen zu bringen. Mein Buch ist ja nicht nur über halt meine bipolare Störung, sondern auch lustige Sachen sind da drin. Hier hinten steht auch, Humor ist meine Coping-Strategie. Neben dem offenen Umgang mit psychischen Krankheiten ist für Lauri auch die fachliche Diagnose ein wichtiges Thema. Selbstdiagnosen über Social-Media-Beiträge sind weit verbreitet. Das ist ja sehr oft auch der Fall, dass irgendwelche Leute auf Social Media sagen, wenn du diese 10 Anzeichen hast, dann bist du bipolar oder diese 10 und du bist depressiv. Und das ist halt nicht immer der Fall. Das muss trotzdem mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden, weil das ist auch nicht etwas, was du dir selbst diagnostizieren kannst. Das ist schon wichtig, dass du zum Arzt gehst und dir das dort diagnostizieren lässt. Das Ziel von Lauris Videos ist klar. Die Gesellschaft soll sich ohne Scham trauen, über seelische Probleme zu sprechen.